Jetzt möchte ich das Investmentgespräch eröffnen und Ihnen kurz den Moderator vorstellen, Dr. Christian Lach. Von Haus aus ist er Biologe, Biochemiker und promovierter Ökonom von der Universität St. Gallen und in seiner beruflichen Laufbahn immer mit dem Thema Healthcare, Biotechnologie auf der Portfolio-Management-Seite, auf der Analyse-Seite beschäftigt gewesen. Somit gibt es kaum einen kompetenteren Moderator für die heutige Runde. Herzlichen Dank. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Österreich ist nicht nur bekannt für gute Skifahrer, schlechtere Fußballspieler, sondern vor allem für Sympathieträger in der ganzen Welt, so auch hier in der Schweiz. Und es wird Sie vielleicht verwundern, aber alle der hier Anwesenden haben gewisse familiäre Wurzeln in Österreich. Sie sehen also, es gibt einen gewissen gemeinsamen Nenner bei den unterschiedlichen Perspektiven. Was eigentlich erstaunlich ist, haben sich doch die Eidgenossen in der Schlacht im Moorgarten so tapfer gegen die Habsburger gewehrt. Aber nichtsdestotrotz, wir sind schon beim Thema der Vorstellung. Ich freue mich ganz besonders, den Chef der Hofmann La Roche AG, den Herrn Severin Schwan, begrüßen zu dürfen. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Sie sind ja nicht nur ein Pharma-Experte, sondern haben ja auch die Diagnostiksparte lange geleitet und können von den ganzen Themen rund um personalisierte Medizin, Big Data, auch aus dieser Perspektive sehr gut berichten. Roche für uns eines, wenn nicht das führende Onkologieunternehmen der Welt, und von daher sind wir sehr stolz, dass wir hier in dieser Runde auch noch die Schweiz so prominent auf der Industrieseite vertreten haben. Zu seiner Linken Daniel Koller. Er ist ebenfalls Biochemiker, Chef der BB Biotech AG, und die BB Biotech AG ist einer der längsten, erfahrensten Investoren aus weltweiter Perspektive im Biotechnologiebereich und, was vielleicht viele nicht wissen, der größte Investor in Europa, der aber vornehmlich logischerweise in den USA investiert. Auch er hat in der Biotech-Branche selbst gearbeitet, geforscht, bevor dann in die Finanzindustrie gewechselt ist, und wird uns die Perspektive des Investors näher bringen. Und zu guter Letzt, aber nicht last but not least, wie man so schön sagt, Thomas Czerny, der Präsident der Krebsforschung Schweiz, Chef der Onkologieabteilung des Kantonsspitals St. Gallen, des größten Behandlungszentrums in der Schweiz, und nicht zuletzt auch Präsident der OncoSwiss, der, wenn man so will, Dachorganisation in der Schweiz, die auch vom Parlament beauftragt ist, wie man die Krebstherapie und Vorbeugung in der Bevölkerung umsetzen will. Damit genug der einleitenden Worte. Wie gesagt, ich denke, wir haben nicht nur für Schweizer, sondern eigentlich auch für internationale Verhältnisse ein sehr interessantes Publikum, und starten möchte ich mit zwei Zitaten. Der letztjährige Präsident der ASCO, Clifford Huddis, hat von einem Paradigmenwechsel, wenn Sie so wollen, von einer kopernikanischen Wende gesprochen. Zum ersten Mal versucht man nicht mehr, den Tumor loszuwerden, sondern wir therapieren den Patienten, helfen ihnen, dass er sich selbst helfen kann. Diese Immunonkologie ist damit gemeint. Damit im Gegenspruch das Zitat von der Präsidentin von den Cancer Treatments of America, Mary Markman, die sagt, die größte Fehlprognose unseres Lebens wird sein, dass wir glauben, dass man Krebs tatsächlich besiegen könnte. Damit haben wir schon das Spannungsfeld eröffnet, und ich gebe gerne den Ball in die Runde. Vielleicht beginnen wir mit der Perspektive des Arztes. Ist es wirklich so viel anders heute? Was bringt die Zukunft? Ja, ich denke, wir dürfen ruhig sagen, dass sich hier fast explosionsartig jetzt die Umsetzung einer sehr langen Periode der molekularbiologischen Grundlagenforschung in die Klinik bewegt hat, und fast zeitgleich
an verschiedenen Orten eben Immuntherapie, aber auch die gezielten Therapien im Sinne eben der Personalized Medicine, wo wir die Information aus der genetischen Seite des individuellen Tumors herausnehmen und dann nicht mehr sagen, wir behandeln den Lungenkrebs, sondern wir behandeln den MEC2-positiven Krebs. Und das kann dann von zwei Patienten, die mit dem gleichen Tumor leiden, klinisch kommen, zu einer ganz verschiedenen Therapie führen. Und das hat sich eigentlich in den letzten 15 Jahren wirklich als Revolution oder kopernikanische Wende, ist ein Paradigmenwechsel, in dem man nicht einfach nur die Zellteilung hemmt, sondern gezielt auf den Fehler oder die Fehler, die im Tumor beim einzelnen Patienten die Wachstumsstörung bedingen, dort gezielt darauf eingeht. Führt auch dazu, dass mittlerweile die Prognosesituation sich für viele Tumorsituationen enorm gebessert hat und wir die Krankheiten zunehmend eben in einen Status bringen, wo wir sie als chronische Krankheit betrachten können und weil es eine altersbezogene Erkrankung ist, zunehmend viele Leute unterwegs sind mit einer Krankheit, die sie aber nicht mehr zum Tode führt. Vielleicht Frage an den Investor. Daniel Koller, sind die Erwartungen, Biotech-Sektor hat ja hervorragend sich entwickelt, sind die Erwartungen etwas zu hoch inzwischen oder ist da noch mehr Luft tatsächlich drin? Ich würde es ähnlicher oder mit einem ähnlichen Thema anfangen wie du, ein Zitat. Wir haben Joe Biden gehört vor kurzem, "We need another moonshot". Ich weiß nicht, ob das auch zitiert worden ist. Es gab viele Themen, vor allem in Bezug zur Preisbildung von Medikamenten, zur Affordability, das heißt, wer hat Zugang zu all dieser Innovation, über die wir sicher dann auch noch sprechen werden. Also ich glaube, wir sehen große Unterschiede, wir haben Themenfelder in der Hämatologie und anderen Orten, riesen Fortschritte, solide Tumore, wo es extrem viel spannende Sachen gibt. Und wir haben das in der Branche auch in dem Sinne gesehen, dass sich das ganz klar widerspiegelt. Also historisch aus der Chemotherapie, dann in die Antikörpertherapie, die gezielten oder Targeted Medications. Und die Branche in dem Sinne hat sich, glaube ich, gewandelt, dass heutzutage die kleinen Firmen, wo auch viel Innovation stattfindet, sich heute anders verhalten können. Das heißt, sie können diese Medikamente selber entwickeln, sie trauen sich diese Medikamente selber zur Zulassung zu bringen, zu verkaufen. Und das hat für uns natürlich auch als Investor wiederum dementsprechend Konsequenzen. Das heißt, viel Kapital mit Risiko geht in diese Investitionen hinein, dementsprechend aber dann auch natürlich als Investor mit dem Blickwinkel andere Renditeerwartungen und die sehen wir im Moment auch wirklich nachhaltig am Laufen. Und ich bin im Gegensatz zu vielen anderen, es gab schon letzten Frühjahr die Frau Yellen als Chairman des US Fed, die gesagt hat, es sei alles overvalued. Ich glaube, es ist immer eine Frage, wie man und was man bewertet. Das ist eine relative Perspektive. Und aufgrund all dessen, was wir sehen, was da geschieht in der Industrie, sind wir da sehr, sehr zuversichtlich für die Zukunft und glauben, dass die Thematik Gesundheit, gute Dienstleistung, effektive Medikamente eigentlich in jedes Portfolio gehören. Herr Schwan, sehen Sie sich heute eigentlich noch als Pharma oder sind Sie jetzt ein großes Biotech-Unternehmen? Ja, das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich sind die Grenzen fließend. Ich erinnere mich, wir haben vor ein paar Jahren unsere Tochterfirma Genentech voll übernommen. Und deren Selbstverständnis war, dass sie eine Biotech-Firma sind. Wenn Sie das dann im Detail angeschaut haben, hat sich herausgestellt, dass Genentech zu der Zeit, also das ist jetzt schon 7 Jahre her, wesentlich größer war als die Roche-Organisation. Also da verschwimmen die Grenzen. Andere Firmen werden als Biotech-Firmen postuliert und haben kein einziges Biologiker in ihrem Portfolio. Sind also Firmen, die traditionell mit kleinen Molekülen agieren. Ich denke, da verschwimmen die Grenzen. Und wie Sie ja richtig gesagt haben, es gibt halt eine Anzahl von kleinen Firmen, nicht zuletzt auch deshalb, weil das Kapital vorhanden ist, die Produkte auch in spätere Entwicklungen weiterbringen.
Wir umgekehrt arbeiten aber auch an vielen neuen Targets, also ganz, ganz am Anfang der Wertschöpfungskette, wenn Sie so wollen. Also da glaube ich, ist die harte Abgrenzung halt schwierig. Jetzt haben wir ja gehört, dass sich das Wissensgebiet explosionsartig verändert, sehr viel Dynamik. Another Moonshot wurde genannt. Das heißt, da läuft sehr viel. Ist die Dynamik inzwischen für ein Unternehmen schon zu groß? Wie positioniert man sich da? Also ich glaube, dass in der Onkologie noch unglaubliche Möglichkeiten bestehen. Es ist richtig, es hat sich wahnsinnig viel getan über die letzten 10, 15 Jahre. Also gewisse Krankheiten, gewisse Formen von Leukämie, denken an gewisse Formen von Brustkrebs, die können heute wirklich ausgezeichnet behandelt werden und die waren vor 10, 15 Jahren effektiver Todesurteil. Aber umgekehrt ist es auch so, dass viele Krebsarten nur sehr schlecht behandelt werden können, viele Formen von Krebs immer noch nicht bei weitem nicht heilbar sind. Also von daher ist der medizinische Bedarf für bessere Lösungen, der ist ungebrochen. Und was jetzt im Augenblick eben so unglaublich spannend ist, und der Herr Czerny hat es angesprochen, diese ganzen Erkenntnisse in der Genomik, im molekularbiologischen Verständnis von Signalwegen des Immunsystems jetzt, die kommen jetzt in die Klinik. Das ist der große, wir reden ja über DNA und Genom, reden wir schon seit 50 Jahren. Aber es war bisher im Grunde genommen in der Forschung. Und jetzt kommt es in die Klinik, jetzt kommt es an den Patienten. Und da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Also von daher, auf eine Art stehen wir ganz am Anfang. Also der Bereich Immunonkologie, we are scratching the surface. Also wir haben jetzt die ersten Medikamente in der Spätlinientherapie in gewissen Krebsarten. In unserem Portfolio kommen Dutzende von neuen Wirkstoffen. Es wird Kombinationen geben, es wird eine Aufgliederung der verschiedenen Therapiemöglichkeiten geben. Also wir stehen ganz, ganz am Anfang. Ich glaube, das Potenzial ist enorm. Ist es tatsächlich so, dass das jetzt erst ankommt und aber glücklicherweise schon angekommen ist? Wie ist die Sicht des Klinikers aus der Perspektive? Also wir sind ja in der Situation, dass wir sagen Krebs, aber das sind schon mal nach der Kodierung 210 verschiedene Erkrankungen. Und die sind zum Teil sehr verschieden, ein Hirntumor und eine Leukämie. Das sind Welten, aber unter Umständen haben die auch wieder Gemeinsamkeiten, nicht? Die dann sich diagnostisch, therapeutisch, prognostisch, prädiktiv, wie wir sagen, auch durchaus nutzen lassen. Wir müssen vielleicht in dieser ganzen Betrachtung, dass wir jetzt in diese Altersdemografie hineinkommen, auch noch verstehen, dass die Kompetitoren der Krankheiten, wenn man so will, und das waren vorwiegend Herz-Kreislauf-Krankheiten, die im Alter sehr bedeutend sein können, auch für die Lebensqualität und die Prognose, dass die auch einen enormen Fortschritt haben. Und weil das etwas einfachere, weil weniger Krankheiten sind, sich quasi das Feld noch einmal öffnet für Tumorerkrankungen und auch Erkrankungen degenerativer Art wie Alzheimer, dass wir sozusagen durch die bessere Behandlung Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit den typischen Alterserkrankungen, die hochkomplex sind, noch vermehrt konfrontiert sind. Und innerhalb von dem ist es möglicherweise auch so, dass eben verschiedene Erkrankungen unter diesen Behandlungen, die wir machen, noch einmal ein neues Feld herausstellen, weil wir mit neuen Resistenzsituationen, guter Lebensqualität, uns noch einmal sozusagen mit dem Erfolg, dass wir Leute langfristig am Leben halten können, auch mit gewissen Nebenwirkungen, die dann auf andere Organe gehen können. Also es tut sich dort noch einmal ein Feld aus. Und ich denke, natürlich sind wir jetzt sehr glücklich, dass diese Fortschritte zum Patienten kommen und dass das Feld weiterhin groß ist, das ist unbestritten. Trotzdem würde ich sagen, wir sind schon ein bisschen weiter mit dem Kratzen als nur die Oberfläche. Das Verhältnis von der Klinik zu hören. Also kann man sagen, die Arterienverkalkung bekommt man ja auch nicht los. Den Krebs muss man auch nicht unbedingt ganz losbekommen, aber man kann trotzdem sehr alt werden. Das wäre das probate Ziel. Mit der guten Lebensqualität. Jetzt haben wir ja sehr viele verschiedene
Technologien, die wetteifern. Wir haben einerseits die Antikörpermedizin, die Roche maßgeblich mitgewirkt hat. Es gibt neue Zelltherapien. Der Nachbar, die Novartis, ist dort engagiert, Sie nicht, Herr Schwan. Aber vielleicht kurz nochmal die Frage aus Investorensicht. Es wetteifern ja zum ersten Mal in der Geschichte viele, viele verschiedene Technologien. Wie will man da überhaupt ausmachen, wer gewinnt oder gewinnen die alle? Also da kann ich nur sagen, unsere Arbeit ist deutlich schwerer geworden. Eben aufgrund eigentlich all dieser Möglichkeiten, die bestehen, was ja eigentlich für den Patienten. Und ich glaube, darum geht es schlussendlich dann immer, dass eigentlich aus dessen Sicht all diese Chancen und Opportunitäten natürlich jetzt aus Sicht des Investors oder des Anlegers, das Gleiche gilt natürlich für die Firmenwelt, die sich dann wiederum überlegen muss, was mache ich und wie gehe ich damit weiter, dass dort eigentlich die Komplexität auf verschiedenen Ebenen maßgeblich gestiegen ist. Also viele Targets, die neu sind, viele Firmen, die mit ähnlichen Ansätzen fast gleichzeitig auf diesen Themenfeldern arbeiten. Die Komplexität, die beschrieben wurde, wie, das ist eigentlich eine von unseren Hauptfragen, welche Medikamente werden in Zukunft mit welchen anderen Medikamenten kombiniert werden und für wie lange? Ich glaube, das ist eine andere Frage, die wir uns heute aus Investorensicht fragen müssen. Ich glaube, die etwas einfacheren Zeiten, wenn ich das mal so salopp formulieren darf, dass man auf einem Target 20 Jahre Exklusivität hatte, die sind vorbei. Heute arbeiten alle auf ähnlichen, in gleichen Zeithorizontachsen. Das heißt auch, ganz nüchtern gesprochen, die Renditemöglichkeiten, die immer noch mit in die Betrachtungs- oder in den Blickwinkel eines Investors sein müssen, die sind schwieriger abzuschätzen. Und wie wir das lösen, ist teilweise über einen sogenannten Portfolio Approach. Das macht unser Leben einfacher im Vergleich zu einer Roche. Roche ist Besitzer oder es sind Konkurrenten. Wir als Investor können uns natürlich überlegen, ob wir in mehreren von diesen Firmen uns gleichzeitig positionieren. Und das machen wir bei BB Biotech, indem wir sagen, wir haben eine 40-prozentige Allokation unseres Kapitals in die Thematik Onkologie. Das ist über viele verschiedene Firmen verteilt, sodass wir dort ein bisschen die Luxussituation haben, nicht jeden treffen zu müssen, der funktioniert, sondern wir dann eigentlich zufrieden sind, wenn natürlich viele dieser oder einige dieser Firmen dementsprechend Erfolg haben. Ich glaube, das ist der große Unterschied zu einer Firma, die ist Besitzer oder mit im Rennen oder aus dem Rennen. Das ist sicherlich eine Frage, die ja, genau, auch eine Roche sich täglich in vielen Köpfen auf stetiger Frage stellt. Ich würde aber dann doch sagen, wenn Sie so wie wir in einem Bereich wie der Onkologie sehr stark vertreten sind, ein Bereich, der für uns auch als Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, man schaut natürlich dann schon, dass man bei diesen verschiedenen Technologien mit dabei ist. Also zumindest kleinere Projekte in-house verfolgt, in Kontakt ist mit den jeweiligen Firmen, die vielleicht Zugang zu diesen Technologien hat. Und dann ist immer der entscheidende Punkt, dass man auf den Zug springt, wenn es dann wirklich relevant wird. Aber was ich schon sagen würde, ist, es ist wichtig für eine Firma unserer Größe und als mit der Bedeutung der Onkologie in unserem Feld, dass wir ganz, ganz genau schauen, was im Markt draußen passiert, was auch bei akademischen Institutionen passiert, um dann, wenn sich abzeichnet, dass aus einer Sache was werden kann, auch den Fuß in der Tür zu haben. Also da würde ich schon noch einen Unterschied sehen zwischen großen Firmen wie unserer und sehr kleinen, hochspezialisierten Firmen, die naturgemäß sich natürlich nur um eine Technologie oder einen Ansatz kümmern können. Das heißt auf der anderen Seite, die Patentschutzsituation wird weniger relevant. Also ich muss damit rechnen, dass ich viel weniger lang kapitalisieren kann, weil ein Wettbewerber oder im besten Fall ich selbst als Firma mit einem Produkt auf den Markt kommen, was mein Vorgänger veraltet. Ja, wobei die Problematik ist keine neue. Also die gibt es schon immer. Ich glaube, was jetzt kommt, ist diese zusätzliche Komplexität. Wenn Sie in die Onkologie schauen, dann gibt es eben verschiedene Technologien. Aber ganz entscheidender Punkt, und Sie haben es kurz angesprochen,
ist die Frage der richtigen Kombinationen. Also es ist beim Krebs so, dass er wie bei einer viralen Krankheit die große Fähigkeit hat, sich anzupassen und der jeweiligen Therapie sozusagen zu entkommen, Resistenten zu entwickeln. Und ich glaube, die Wissenschaft und die Medizin ist sich einig, dass der einzige Weg, wie wir das in den Griff bekommen werden, darin besteht, dass man den Krebs von verschiedenen Seiten sozusagen packt. Wenn Sie sich erinnern an HIV-Therapien, die anfänglichen Therapien waren Monotherapien, man brachte den HIV-Virus runter, dann war die Resistenz da und er kam zurück. Und dann erst, als diese Cocktails verfügbar waren, ist es gelungen, HIV in eine chronische Krankheit umzumachen. Und bei Krebs sieht man das sehr deutlich, auf genau die gleiche Art und Weise. Da entsteht aber jetzt aufgrund der vielen Ansätze, der vielen Therapien, die verfügbar sind, eine explosionsartige Möglichkeit an Kombinationen und Dosierungs- und Zeitschemen und so weiter. Also dass man sich zum Teil selber kannibalisiert, dass einen der Wettbewerber überflüssig macht, ich glaube, das ist nichts Neues. Ich glaube, was jetzt passiert, ist, dass man mit einer viel feineren Klinge sozusagen fechten muss und sehr viel differenzierter vorgehen muss, um diese Komplexität zu beherrschen. Ja. Das heißt, wir könnten eigentlich auch sagen, mehr Anbieter bedeutet im gleichen Schritt auch, dass der Verkäufer oder Anbieter an Einflussmacht verliert und die Käufer, wenn man so will, an Einfluss, an Auswahlmöglichkeiten gewinnen. Sieht man das schon? Oder? Also das gilt immer dann, wenn zwei Medikamente für die gleiche Krankheit einen ähnlichen Nutzen bringen, dann spielt der Wettbewerb. Das sehen Sie überall auf der Welt. Sobald der Versicherer, sobald die Krankenkasse die Möglichkeit hat, mit zweien zu verhandeln, auch wenn die Patente noch laufen, dann kommen die Preise runter, und zwar ganz massiv. Die kommen runter, indem die Listenpreise runterkommen. Sehr oft kommen die runter, weil in irgendeiner Art und Weise ein Rabatt gewährt wird. Da hat jedes Land seine eigenen Mechanismen, aber die Konkurrenz spielt da sehr, sehr stark, wie sie auch spielen soll. Also in dem Sinn ist das Patent kein Schutz oder nur unzureichend. Ich glaube aber umgekehrt, immer dann, wenn Sie eine echte Differenzierung haben, also wenn Sie mit einem zusätzlichen Produkt, zum Beispiel in einer Kombinationstherapie, einen echten Zusatznutzen generieren und dann für bestimmte Gruppe von Patienten in einer bestimmten Krebsart eine Alleinstellung haben, dann haben sie ja wieder die Möglichkeit, entsprechend solche Medikamente mit einem entsprechend hohen Preis wieder in den Markt zu bringen. Das ist das Stichwort für den Arzt. Ich möchte aber doch noch das, was Herr Schwan richtigerweise jetzt gesagt hat, natürlich, wenn wir für die gleiche Indikation zwei ähnlich gute wirksame Medikamente haben, dann ist sicherlich der Hebel des Marktes da. Aber die Geschichte entwickelt sich in dieser Situation, wo eben die 210 Erkrankungen jetzt Tausende plus Erkrankungen sind und man dann eben nicht mehr für eine große Indikation den großen Markt hat, sondern vielleicht die Second Line für die Herceptine, HER2-Positiven oder die Triple-Negativen oder was auch immer das dann ist, dann ist das eine kleinere Gruppe. Und wir beobachten, dass die Pipelines der Firmen eigentlich so entwickelt werden, dass wenn jemand in einem Gebiet sozusagen der Erste ist, der mit der Innovation die Indikation hat, dann kommt der Zweite und schaut sich an, wo sind die anderen Indikationen noch offen. Also wir haben eigentlich eher die Situation, dass sich eben nicht der Markt kannibalisiert, sondern dass so viele Opportunitäten und Indikationen sich öffnen, dass man sich eher versucht zu ergänzen, was dann eben auf der Preisseite den Hebel ziemlich kürzt. Jetzt vielleicht zu diesem Punkt bekannte amerikanische Kliniker Leonard Saltz vom Sloan Memorial Cancer Center hat diesen Sommer Aufmerksamkeit erregt, weil er gesagt hat, diese Kombination der neuen Antikörper bei dem bösartigen Hautkrebs ist teurer als Gold und bringt uns langsam an die Grenze des Tragbaren
was wir überhaupt noch finanzieren können. Haben wir die Situation in der Schweiz auch? Europa? Ja, man muss ja das auch verstehen. Das ist ja, wenn Sie als Arzt den Patienten begegnen und Sie haben gute Möglichkeiten, ihm eine bessere oder vielleicht eine gleich gute, aber viel besser verträgliche Therapie zu geben, dann ist das unglaublich schwierig, wenn Sie wissen, es ist so etwas da, ich könnte das dem Patienten geben, aber der finanzielle Widerstand, der ist nicht zu brechen. Und tatsächlich ist das jetzt letztlich eine Kulturfrage, wie die Gesellschaften, und die sind nicht gleich jenseits des Atlantik und hier haben wir letztlich eine sozialdemokratische Welt mit einem Solidarsystem. In den USA verdient der Durchschnittsbürger 52.000 Euro und wenn er eine Krebserkrankung hat, dann hat er im Schnitt 20-30% dieser Kosten für die teuren Medikamente, ich spreche nur von den Medikamenten, die er selber finanzieren muss. Und wenn Sie wissen, dass dann eben das 100.000 oder 150.000 sein kann, dann sehen Sie, warum das der größte einzelne Faktor ist für den Privatkonkurs in den USA. Das heißt, letztlich wird man sich da bewegen müssen, auf eine kluge Art und Weise, weil man sicherlich die Früchte dieser 20, 30 Jahre Grundlageninvestition, die die Öffentlichkeit getragen hat und die sich dann eben übersetzt in diagnostische und therapeutische Fortschritte, dieser Kreis, der muss weiterlaufen. Sonst profitieren alle nicht mehr so, wie sie müssen, um produktiv sein zu können. Aber die schwierigste Seite ist von mir aus gesehen nicht die Preisseite, sondern es ist, wie das System mit dem umgeht. Und das ist letztlich eine sozialpolitische Frage. Ich kann da vielleicht auch aus eigener Erfahrung, zumindest aus der Schweiz, reden. Gerade vor wenigen Jahren ein familiärer Fall, auch in der Schweiz. Und da muss man schon nach dem Schweizer System, glaube ich, ein großes Kränzchen binden, wenn man das so sagen darf. Dass man auch hier, auch zum Beispiel in der Thematik Krebs, natürlich große Fortschritte gemacht hat. Nicht zugelassen im Sinne von klinisch belegt, aber nicht zugelassen. Konnte verwendet werden. Die Preisfrage wurde diskutiert alle drei Monate. Es wurde diskutiert im Kontext, was bringt dieses Medikament für einen Mehrwert? Und das, glaube ich, ist immer noch die absolut zentralste Frage. Und vielleicht zu Ihrer Aussage, Herr Czerny. In den USA, das schauen wir uns seit vielen, vielen Jahren sehr genau an, gibt es eben dieses System mit den Copays, das heißt der Private, zahlt einen ordentlichen Teil mit. Was uns immer wieder erstaunt ist, wieso ist dieser Anteil mit Abstand der höchste im Medikamentenbereich, Währenddem für Spitalkosten und andere diese Quote des Copays eigentlich massiv tiefer ist. Und dort gibt es, glaube ich, schon eine Herausforderung, auch, dass vielleicht die pharmazeutische und Biotech oder die Medikamentenbranche per se dort mal ein Equal Footing erreichen könnte, zwischen wo fallen eigentlich Kosten in dem Gesundheitssystem an und wo nicht. Aber einfach vielleicht als eben Zwischenruf, wenn ich das aus der Schweizer Perspektive nochmal betrachten darf, haben wir da eigentlich jetzt, wenn es auch nur ein Fall von 1 ist, glücklicherweise, aber trotzdem so tragisch wie es ist, eigentlich hier, zumindest in der Schweiz, glaube ich, immer noch eine sehr, sehr gute Situation. Ja. Trotzdem vielleicht kurze Anschlussfrage. Es waren ja die Kommentare politisch getrieben von Hillary Clinton, zwar nicht bezüglich Krebstherapie, aber doch in aller Munde. Aus Investorensicht macht aber die derzeitige Entwicklung jetzt keine Bauchschmerzen. Ja, doch, die macht schon Bauchschmerzen, indem natürlich die Märkte reagieren und wir den Markt nicht alleine steuern. Aber wir schauen das, wie gesagt, inhaltlich an und aus meiner Sicht sind viele Themenfelder auch untergegangen. Das heißt, was sie zusätzlich sagt, ist die Innovationsbranche soll eigentlich gestärkt oder geschützt bleiben. Die Politiker haben häufig so ein bisschen, glaube ich, eine sicherlich zu einseitige und zu einfache Sicht, die sie da in Wahlansprachen natürlich bringen müssen. Es gibt nicht fixe Quoten, wie viel Kapital in Forschung und Entwicklung fließen soll. Aber was wir uns sicher sind, ist, dass, sage ich mal, die Medikamentenentwickelnde, ich rede von der entwickelnden Branche, dass die mit Abstand die höchsten Forschungsentwicklungskosten fast jeglicher Industrie hat. Also per se, glaube ich, das klassische Modell, Innovation, Eigenkapital, das im Risiko steht der Firmen, mit dem Ansatz, dass eigentlich Innovation vor allem
im amerikanischen System natürlich sehr stark über Gewinne getrieben ist. Mhm. Ich glaube, dort würde ich erwarten, sind die Amerikaner die Letzten, die dort wirklich systematisch eingreifen. Ich mag mich erinnern, es war vor 7, 8 Jahren mit Obama und Obama Healthcare Reform und allem drumherum eine ähnliche Diskussion. Ich glaube, die Branche hat sich da sehr gut aufgestellt. Wir sehen eine Rekordzahl von neuen Medikamenten. Die Innovation, sage ich mal, die quillt förmlich über, sage ich fast schon, in dem Sinne, was da läuft in der Branche. Also da bin ich deutlich zuversichtlicher, als vielleicht der Restmarkt dies einschätzt. Trotzdem ist die Sensibilität ja gestiegen. Sie haben das Beispiel HIV gebracht, AIDS-Therapie in den 80er Jahren, praktisch ohne Optionen. Und es gab eben die Nachrichten, die gesagt haben, das sprengt uns das Gesundheitssystem. Heute lesen wir das Gleiche mit den teuren Krebsmedikamenten. Ihre Firma, die Roche, hat ja schon länger propagiert, es müsste ein, oder es gibt, wird ein Value-Based Pricing-Ansatz geben. Können Sie uns da vielleicht ein bisschen erläutern, wie das funktionieren könnte? Ja, ich glaube, lassen Sie mich vorher noch eine andere Bemerkung machen zu Ihrer einleitenden Bemerkung. Können wir uns das noch leisten? Es gibt ja zwei Fragen. Das eine ist, wie bewertet man den Nutzen einer einzelnen Therapie? Und ich komme dann darauf zurück. Die andere Frage ist, was können wir uns überhaupt leisten? Also was ja heute im Raum steht, ist, wir können uns das nicht mehr leisten. Oder dieser Trend, wenn er so weitergeht, der ist nicht mehr bezahlbar. Und da möchte ich doch die Dinge etwas in Perspektive rücken. Ich glaube, das ist wichtig. Bevor wir dann sozusagen auf die Mikroebene hinuntersteigen, was ist jetzt der Nutzen von einem gewissen Medikament in einer gewissen Indikation. Das ist dann der letzte Schritt. Der ist für den Einzelnen natürlich extrem wichtig, aber aus volkswirtschaftlicher Sicht, glaube ich, sollte man schon kurz einmal die Dinge in Perspektive setzen. Und ich mache das gerne am Beispiel der Schweiz. Wir geben in der Schweiz gut 10% des Bruttonationalprodukts für Gesundheit aus, das liegt im guten Mittelfeld. Also wenn Sie es mit den USA vergleichen, die sind sehr hoch, die sind bei 16-17%. Es gibt andere Länder in Europa, die sind etwas tiefer, insbesondere UK zum Beispiel, 8-9%. Wir liegen da im Mittelfeld. Wir geben also 10% der Wertschöpfung für Gesundheit aus. Und wenn Sie dann die Kosten in der Gesundheit anschauen, dann sind es gut 10% für Medikamente. In anderen Worten, gut 1% der gesamten Wertschöpfung geben wir für Medikamente aus. Jetzt nehmen wir mal an, einfach um es durchzuspielen, dass sich die Kosten verdoppeln würden, relativ zur gesamten Wertschöpfung. Ist es dann wirklich so, dass wir mit 2% der gesamten Wertschöpfung das als Gesellschaft nicht mehr tragen können? Ich stelle die Frage in den Raum. Glaube aber nicht. Also wenn man schaut, wie man in anderen Bereichen und wie viel man dort ausgibt, dann ist das Zweite ist der Trend. Das eine ist, wie viel ist es denn absolut? Können wir uns das leisten? Wollen wir uns das leisten? Das ist letztlich, da gebe ich Ihnen völlig recht, eine gesellschaftspolitische Frage. Das Zweite ist dann, wie ist der Trend? Und wenn man da die Medikamente anschaut, dann ist es natürlich so, dass es in gewissen Bereichen, wenn der wissenschaftliche Fortschritt zu neuen Therapien führt, dort in dem Bereich die Kosten ansteigen. Aber umgekehrt ist es auch so, und das ist eben das Wesen der Patente, wenn die ablaufen, dann kommen Generika herein und dann purzeln die Preise. Und als Konsequenz dessen steigen die Medikamentenkosten sogar weniger stark als die Gesundheitskosten insgesamt, weil einfach ein ganz, ganz wichtiger Bereich, Sie haben es erwähnt, der kardiovaskuläre Bereich beispielsweise, da sind in den letzten Jahren ganz, ganz große Medikamente generisch geworden. Das hat den Gesundheitssystemen Milliarden wieder in die Kassen gespült. Die werden dann zum Teil wieder verwendet für neue Gebiete, auch in der Onkologie. Und jetzt ist natürlich die Sicht von Herrn Czerny in der Onkologie, ist natürlich geprägt durch die onkologischen Präparate und er spürt den zusätzlichen Druck, der dann über Onkologiepräparate kommt. Aber wenn Sie es aus gesamtschweizerischer Sicht anschauen, dann gibt es natürlich riesige Entlastungen in den anderen Bereichen. Und die Medikamentenkosten insgesamt haben sich in der Schweiz sogar in den letzten Jahren leicht reduziert. Das hat viel damit zu tun, dass man begonnen hat,
die Preise stärker ans Ausland zu koppeln. Also ich wollte nur den Aspekt in den Raum stellen, ich glaube, das ist ganz wichtig. Jetzt der Nutzen, das ist eine ganz schwierige Frage, weil Sie landen da letztlich bei der Frage, was ist uns das Leben wert? Was wollen wir als Gesellschaft spezifisch für ein zusätzliches Jahr Leben ausgeben? Was ist uns das wert? Und ich glaube, das lässt sich objektiv nicht beantworten. Also da können Sie jede Methode haben, am Schluss werden Sie keine objektive Antwort darauf finden. Das hängt von zum Beispiel auch dem Einkommen ab. Wenn Sie ein sehr hohes Einkommen haben, ist es wahrscheinlich mehr wert, als wenn Sie ein niedriges Einkommen haben. Also wenn das Land sehr reich ist, wird man wahrscheinlich mehr ausgeben oder ausgeben können, als wenn man sehr arm ist. Und da ist dann vor allem auch die große Frage, wie bewerten Sie, also was ist der Nutzen? Sagen Sie, es ist nur zum Beispiel die Kosten in der Relation zu der zusätzlichen Lebenserwartung beispielsweise, eine ganz enge Betrachtung. Wenn ich das aus Krankenkassensicht sehe, dann muss ich sagen, naja, wenn ich jetzt über dieses Medikament den Patienten aus der Intensivstation bringe, wenn ich den aus dem Spital bringe, dann habe ich damit ja enorme Einsparungen. Ich spare mir die ganze Infrastruktur, ich spare mir den teuren stationären Aufenthalt. Also da wird die Betrachtung schon wieder weiter. Jetzt kann man sagen, na gut, der gleiche Patient geht aber dann wieder zurück zur Arbeit. Wenn der dann wirklich arbeiten kann, dann trägt er ja wieder was bei zu den Sozialsystemen, der zahlt Steuern, der ist produktiv, der trägt wieder zur Wertschöpfung des Landes bei. Also da haben Sie ja aus volkswirtschaftlicher Sicht wieder einen größeren Nutzen. Und jetzt, wenn Sie es aus der Schweizer Sicht spezifisch sehen, dann kommt noch die industriepolitische Komponente dazu. Also dadurch, dass die Schweiz einfach so eine starke Gesundheitsindustrie und auch Pharmaindustrie hat, ist das, was im eigenen Land verdient wird, weniger als 1% von dem, was weltweit verdient wird. Und das führt dazu, dass es in der Schweiz überproportional Aktivitäten gibt. Wir geben ein X-faches an Forschung und Entwicklung in der Schweiz aus, als an Rückerstattungen kommt für Medikamente. Wir geben mehr an Steuern aus in der Schweiz, als wir Umsatz machen in der Schweiz. Also aus rein volkswirtschaftlicher Sicht rentiert sich es für die Schweiz immer. Also Sie stellen mir da die Frage Nutzen, aber das ist eine hochkomplexe Geschichte. Also das hängt davon ab, wenn Sie fragen. Wenn Sie den Patienten fragen, dann wird er sagen, der Nutzen ist das, wie lange ich länger lebe. Wenn Sie die Krankenkasse fragen, dann wird er sagen, ja, was meine Gesamtkrankenkosten sind. Spätestens dann, wenn Sie das Politische sehen, dann ist der Nutzen wahrscheinlich wieder größer. Und mein Punkt, und ich schließe jetzt ab, und das ist die große Stärke in der Schweiz, wenn ich das mit anderen Systemen in der Welt vergleiche. Mein Punkt ist, in der Schweiz, über die Arzneimittelkommission, gibt es ein Gefäß, und das ist natürlich eine Reflexion der Kultur, wie es in der Schweiz gelebt wird, wo alle Anspruchsgruppen um den Tisch sitzen, effektiv. Da sitzen die Ärzte, da sitzen die Patienten, da sitzen die Krankenkassen und da sitzen die Hersteller, und es gibt dann einen politischen Koordinationsprozess. Und in aller Regel ist es so, dass man sich in dem Prozess findet, alle diese Argumente eingebracht werden. Sie können sich vorstellen, wer welche Argumente einbringt in der Diskussion, aber am Schluss irgendwo ein Konsens da ist, wo man sagt, das ist jetzt vernünftig. Und in der Regel findet man sich, auch nach heftigen Diskussionen. Und dann kann die Politik in der Regel auch diese Empfehlungen mittragen und in dem Sinne findet man einen Preis für den Nutzen, der eigentlich objektiv gar nicht ausrechenbar ist. Ich würde dem grundsätzlich nicht widersprechen. Ich glaube, die Komplexität im System, wie die Volkswirtschaft, wie die Patienten, wie das System profitiert, da ist sicherlich die Schweiz ein Sonderfall. Aber wir sind ja bezüglich Preise in einem internationalen Gefüge drin, sind diese Preisbindungen. Es ist ja auch ein Solidarsystem, wo die Preise dann eben auch geschützt sind und sie sind nicht Marktpreise per se, sondern es sind dann Preise, die garantiert werden über nationale Mechanismen, durchaus in einem, sage ich jetzt mal, Konsensverfahren, das vielleicht nicht ganz in der Symmetrie immer so ist, wie es alle gerne hätten, aber doch klug, schweizerisch, Kompromiss nicht. Und letztlich ist dann die Onkologie
in der Wertschöpfung, und da nehme ich jetzt mal ein bisschen das, was sich international so herauskristallisiert, dass zum einen sind das die Qualis, also das gewonnene Lebensjahr ohne Belastung durch Defizite, und dann ist das diese Incremental Cost Effectiveness Ratio, dass man immer versucht, wenn etwas Neues kommt, was ist dann jetzt durch das gewonnen? Kann ich etwas eben einsparen, wie Sie gesagt haben? Oder habe ich dann eine bessere Prognose und so weiter? Ich kann mehr Leute in den Arbeitsprozess zurücknehmen. Und das versucht man in dieser HTA-Welt, in dieser Health Technology Assessment-Welt sozusagen runterzubrechen. Und natürlich sind es dann letztlich global gesehen die großen Leaders, sind halt die Amerikaner, sind die nordeuropäischen Staaten, Kanada, Australien, Japan, die dann letztlich diese Wertschöpfung und all diesen Gesichtspunkten in Kompetition zum anderen, was der Staat eben auch macht, das kann dann Education sein, sind die Universitäten, Straßen, you name it, und dann kommt das in ein Wertesystem, und natürlich ist der Nutzen abhängig davon, was man diesem Wert zumisst. Und glücklicherweise ist es in der Schweiz so, dass die Leute bezüglich Gesundheit, Krankheit dort eine Priorität setzen. Und das kann man bei allen Umfragen immer wieder sehen. Gesundheit ist ganz, ganz oben nicht. Und dann gibt man dem eben auch einen hohen Wert. Aber in der täglichen Umsetzung all dieser Nutzen-Werte-Geschichte haben wir es dann ganz konkret mit Krankenkassen zu tun, mit Kostengutsprachen, mit Leuten, die innerhalb der nächsten 10 Tage eine Therapie haben sollten, und dann reagiert die Kasse nicht, weil sie einfach gar nicht will. Sie wartet das mal einfach, sitzt das aus und so weiter. Und dann kommen eben die Probleme rein, nicht? Und das würde mich ganz, ganz wichtig dünken, dass hier die Interessen, ähnlich wie man sich an den Tisch setzen kann in der Leistungskommission und die Preisfestsetzung, dass man auch dort Wege findet, dass nicht Patienten zufälligerweise zu Schaden kommen, weil sie mit den Kostengutsprachen nicht vorankommen. Und da sehe ich im Moment nicht genügend Bereitschaft, auch von Seite der Pharmaindustrie, einen solchen Konsens, der den Schaden abwendet, vom Patienten zu verhindern. Wir versuchen das als Krebsliga, wir sind jetzt daran, uns zu überlegen, ob wir allenfalls Vorauszahlungen machen können, weil das heißt dann ganz konkret, wenn Sie einen so einen Medikamentenschachtel geben, dann kostet die 12.000 Franken, und die Frau XY, die von der AHV-Rente lebt, kommt dann zum Apotheker und der sagt, aber Sie haben die Kostengutsprache nicht. Ich kann Ihnen das Medikament nicht geben, sonst bin ich sozusagen Ihr Financier nicht. Und so solche Probleme sollte man lösen, weil die sind auf der Wahrnehmungsseite dann sehr, sehr empfindlich. Und wenn es da gute Lösungen gibt, dann denke ich, kann man sich finden, weil die Wertschöpfung, da bin ich einverstanden, an vielen Orten durchaus eine Preispolitik gerechtfertigt sieht, weil der Nutzen eben auch wirklich in der Bevölkerung ankommt. Aber wir sind da im Moment in einer Gärungssituation, wo ich sehe, es hat schlechte Krankenkassen. Ich möchte auch ganz klar sagen, ich habe mich dafür eingesetzt, dass wir eine einstellige Zahl von Krankenkassen haben, aber nicht 60, weil wenn nicht eine gewisse Größe da ist, kann man mit der Komplexität, wie wir sie in der Beurteilung heute haben, von solchen Gesuchen, kann man das nicht machen, nicht. Und da haben wir noch ziemlich Leidensdruck, das muss ich sagen. Das ist jeden Tag auf meinem Tisch, habe ich solche Idiotien, die mich verrückt machen, nicht. Ich glaube, da gibt es eigentlich auch wiederum gute Zahlen. Also vor allem in den USA haben wir die Zahlen, dass die Industrie ungefähr von einem Dollar 20 Cent sozusagen über freie Medikamente abgibt. Das ist spezifisch USA, genau. Das ist dort natürlich ein anderes Thema. Da hat sich auch die Roche sehr viel Erfahrung eben dort Zugang geschafft. Und das Zweite vielleicht nochmal zur Kostenfrage oder das Ganze in Kontext stellen, weil Sie gerade die Versicherungen erwähnen. Da gibt es auch wiederum Zahlen, dass beispielsweise in den USA die administrativen Kosten für eine Versicherung ungefähr ähnlich hoch sind, wie komplett der gesamte Medikamentenkostenblock anfällt. Also es zeigt auch wiederum, dass sind viele Player mit in einem Gesundheitssystem, die eigentlich dort verschiedene Interessen vertreten. Und ich bin eigentlich froh zu hören, weil ich nicht an diesen Gremien teilnehmen darf in der Schweiz, was ich mal gerne hören würde, dass dort eigentlich glaube ich, die verschiedenen Interessensparteien dort aktiv mitmachen. Also vielleicht zu dem einen Punkt,
Ich gebe Ihnen völlig recht. Also das ist dann wirklich der schlimmste Fall, wenn das Medikament eigentlich sehr gut hilft und aus irgendwelchen Ursachen, weil das System nicht richtig funktioniert, das Medikament am Ende beim Patienten nicht ankommt. Also das ist wirklich dann ganz schlecht. Ich muss aber doch jetzt wieder eine Lanze für die Schweiz brechen. Also wenn ich mir anschaue, was in England los ist, jetzt nur als krasser Gegenfall, dann sind das immer noch Welten natürlich. Und ich gebe Ihnen recht, wahrscheinlich gibt es zu viele Krankenkassen und da besteht Konsolidierungsbedarf. Ich kann mir ja vorstellen, dass das automatisch passieren wird, eben aufgrund dieser Komplexität, die gar nicht mehr bewältigbar ist für einzelne Spieler. Auf der anderen Seite glaube ich, ist es gut, dass es Konkurrenz gibt. Weil wenn Sie als Patient von einer Krankenkasse Ihr Medikament nicht bekommen, aus irgendwelchen Gründen, dann kommt die Krankenkasse unter Druck. Also spätestens, wenn es an die Öffentlichkeit gelangt, aber auch schon, wenn Sie sagen, also das war das letzte Mal, dass ich jemandem empfohlen habe, zu der Krankenkasse zu gehen. Das heißt, die Krankenkassen in der Schweiz stehen unter Wettbewerbsdruck. Und das ist an sich eine gute Sache, weil sie können nicht nur die Kosten rationieren, sie müssen auch die Qualität ihrer Dienstleistungen im Auge behalten. Das ist der große Unterschied zu UK. In UK haben sie, also in England, haben sie ein, ich muss spezifisch sagen England, weil in Schottland ist es anders. In England haben sie das National Health System, das ist eine Einheitskrankenkasse, wenn sie so wollen, und die rationiert eiskalt die Leistungen und die lässt die Leute jahrelang warten. Die Warteschlangen in England sind legendär und oft bekommen die Patienten dort die Medikamente überhaupt nicht. Und das kann sich das System leisten, weil niemand die Möglichkeit hat, wirklich auszuweichen. Also oft gibt es dann politische Aufschreie oder die Leute gehen auf die Straße und demonstrieren und so weiter und dann gibt es vielleicht wieder Bewegung. Aber ich sage jetzt im Grundsatz, denke ich, ist das Schweizer System ein vernünftiges System. Da hätte ich also Riesenangst, also jetzt weniger aus Industriesicht, auch für die Industrie ist es nicht gut, aber ich glaube vor allem aus Patientensicht, wenn wir in englische Verhältnisse abrutschen würden, weil wir glauben, dass man über die Verstaatlichung und die Zentralisierung das besser managen kann. Da würde ich auch nicht widersprechen. Ich habe gesagt, wir sind ein 8-Millionen-Volk jetzt und eine Kasse, um wirklich die Komplexität der Medizin zu verstehen, muss wahrscheinlich 1 Million Kunden haben. Ja. Da kommt man irgendwo dann auf eine einstellige Zahl. Sie müssen das aber noch mit 26 Kantonen und so weiter nicht. Also die Permutation ist dann schon fast so wie bei der personalisierten Medizin. Es ist sicherlich Bedarf, da besser zu werden, aber der Grundsatz, bin ich ganz einverstanden, die Pluralität gibt uns natürlich viel mehr Optionen. Jetzt haben wir sehr viele Themen angerissen. Es wären noch einige mehr auf der Agenda gestanden, aber da die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, denke ich, wollen wir auch dem Publikum die Möglichkeit geben, Fragen an die hier anwesenden Experten zu stellen. Wem dürfen wir das Wort geben? Gibt es Fragen aus dem Publikum? Wer bricht das Eis? Ja, Silvio. Ich habe eine Frage zur individualisierten Medizin. Also das geht ja dann dahin, dass für ein bestimmtes Produkt das Zielpublikum und die Patienten noch geringer werden. Das heißt, dieses Produkt wird wahrscheinlich noch teurer werden. Wie sieht denn der Preismechanismus da aus? Ja, nicht notwendigerweise, weil es ist dann auch so, dass wenn Sie sehr, sehr gut abgegrenzte Patientengruppen haben, die Sie zum Beispiel über diagnostische Mittel klar identifizieren können, dass Sie dann in der Regel auch kleinere klinische Versuche brauchen. Das heißt, die Investitionen, die einhergehen, um dann für diese sehr kleine Patientengruppe auch nachzuweisen und auch die Zulassung zu bekommen, die sind dann sehr oft auch entsprechend kleiner. Also es ist nicht unbedingt so, dass sie die gleichen Kosten haben und dann viel, viel weniger Marktpotenzial oder sagen wir Patientenpotenzial und dann mit dem Preis sozusagen die Differenz ausgleichen müssen. Aber es ist schon richtig, natürlich, irgendwann kommt der Punkt, wenn die Patientengruppen sehr klein werden, also wenn Sie jetzt an ultra-orphan Diseases denken beispielsweise, dann rentieren sich die Investitionen wirklich nur mehr über hohe Preise.
Sie sehen das im Übrigen auch, dass diese ganz raren Krankheiten, dass da die Medikamentenpreise sehr, sehr hoch sind. Es ist umgekehrt aber so, dass da die gesellschaftliche Solidarität in der Regel auch sehr, sehr hoch ist. Also wenn Sie Krankheiten haben, die nur wenige Patienten betreffen, dann sind die Gesellschaften in Europa und in den USA in der Regel auch bereit, dort höhere Preise zu bezahlen, einfach aus der Solidarität heraus. Vielleicht noch ergänzen, dass es Faktoren gibt, die eigentlich die Unterstützung, dass diese Medikamente dann mehr gebraucht werden, als das bislang der Fall war, eben dadurch gegeben ist, dass viele dieser Medikamente sind Chronic Disease Medikamente, also Patienten brauchen das dann über Jahre, und weil die Leute mehr sind und länger leben, wird auch in dieser Situation der Bedarf der Medikation insgesamt dann eben wieder fast kompensatorisch zunehmen. Und das Zweite ist auch, es ist ja nicht so, dass die Medizin nur die Zulassungen berücksichtigt. Wir haben in vielen Orphan Diseases das Verständnis, dass wir die Zulassung, wenn wir einzelne Fälle haben, dann braucht es keine Zulassung, wenn das die einzige Evidenz ist, dann können wir diese Medikamente auch bei anderen Erkrankungen einsetzen. Und das tun wir natürlich auch. Und das ist dann nicht eine Preisfrage, sondern es ist dann der identische Preis. Aber ich glaube, insgesamt gesehen ist diese Kombination von Fortschritt, von Einengung, aber dadurch höheren Nutzen generieren und länger leben, sozusagen wie eine Kompensation dafür. Vielleicht noch ein Aspekt nur ergänzend, ist, dass Sie über diese Individualisierung natürlich dann auch wieder das Gesundheitssystem effizienter machen. Sie haben dann andernorts natürlich wieder Einsparungen. Wir haben spezifisch ein Brustkrebs, vor Jahren ein Brustkrebsmedikament entwickelt, das für ganz bestimmte Formen von Brustkrebs wirkt. Das sind nur etwa 15% der Brustkrebspatientinnen. Rein von den Daten her im Übrigen hätten wir eine Studie für Allcomers gemacht, die wäre immer noch positiv gewesen. Und das heißt, also dadurch, dass wir das aber nur 15% der Patienten geben, weil es ja nur für die 15% Sinn macht, haben sie natürlich unheimliche Einsparungen, weil sie nämlich als Gesundheitssicht insgesamt, wenn sie es aus Krankenkassensicht anschauen, weil sie natürlich nicht dafür 80-85% die Medikamente verschwenden, die ja völlig sinnlos dann gegeben werden. Also es lässt sich also sozusagen selbst auf einer kleineren Ebene dann der höhere Preis rechtfertigen, weil sie das effizienter machen, das System, abgesehen davon, dass natürlich die Patienten nicht unnötig belastet werden. Also auch da gibt es einen gewissen Ausgleich dann. Ich habe vielleicht auch noch einen Satz dazu von einem anderen Blickwinkel her. Ist gerade, glaube ich, diese Woche in New England, was einer unserer wichtigen, sag ich mal, wissenschaftlichen Publikationen ist, um die 200 Mutationen, die wirklich da treibend sind hinter vielen Krebsarten. Das heißt, früher hat man für Lungenkrebs zweite Linie das genommen, für Brustkrebs dritte Linie das. Heute schaut man häufig auch, welche Muster sind vertreten. Das heißt, ein Medikament ist nicht nur ansetzbar für Lungenkrebs, sondern es wird geschaut, wer hat dann diese Mutation beispielsweise oder diesen Treiber. Und dort gibt es dann auch wieder eigentlich die Möglichkeit, dass man eigentlich das Ganze umdreht und mehr mit dem Ziel anfängt und unabhängiger eigentlich von der Tumorart, die es wirklich gibt. Das ist einer der Trends, die wir sehen, ist noch eine junge Kunst, die da im Moment läuft, weil es natürlich historisch genau im umgekehrten Kanal sich eigentlich einzentriert hat. Ob sich das dann durchsetzen wird, wissen wir noch nicht, aber auch das wäre eigentlich eine Art und Weise, dass genau das passiert, dass spezifischere Medikamente für genau die richtigen Patienten schlussendlich zum Ziel kommen. Ich darf auch noch ergänzen, weil das immer wieder ein Missverständnis ist. Dann hört man ja, jetzt kostet diese Therapie 100.000 Franken pro Jahr und ihr habt keinen prädiktiven Test. Das heißt, jetzt habt ihr, wenn ihr eine Chance habt von 30%, dass die Leute, sagen wir, 2 Jahre Überlebenszeiten erreichen, dann habt ihr das zu 70% verschwendet. Ich möchte nur sagen, das ist nicht die Realität. Die medikamentöse Therapie ist nicht die Operation, die sie entweder machen oder nicht, sondern man hat bei diesen Patienten, die nicht ansprechen, wird man 4 bis 6 Wochen behandeln und sehen, dass sie nicht profitieren und absetzen. Das heißt, man gibt nicht dieses Geld aus im Ganzen, und das ist ja eigentlich auch die Idee, die Herr Schwan immer wieder auch gesagt hat, Pay for Performance, dass eben diese
Probezeit spricht der Patient an. Es kann auch ein Patient sein, der diesen Test tatsächlich erfüllt und nicht anspricht. Wenn von diesen x100 anderen Möglichkeiten ein anderer Pathway dies schon in der Resistenzsituation hat und wir wussten das nicht. Also es ist nicht so, dass man so viel Geld verschwendet, sondern es ist eigentlich eine relativ kurze Zeit, wo wir dann sehen können, bringt das etwas oder nicht. Es kann sogar etwas bringen, aber der Patient toleriert es nicht, dann müssen wir es auch absetzen. Okay, vielleicht noch eine Frage. Ja, eine Frage, die Open Diseases betrifft. Das ist, glaube ich, statistisch und mengenmäßig ist das eine doch erhebliche Zahl. Ich glaube, 35% der Fälle sind Open Diseases. Und das ist da, man wirft den Partner eben vor, dass sie dann dort eher hinschauen oder forschen, wo eben die mengenmäßig größeren Fallzahlen sind. Die Frage ist dann an Sie, wie geht man mit dem um, weil es eben doch eine erhebliche Zahl ist. Ja, ich glaube, da gibt es wirklich, also das war vielleicht vor 20 Jahren so, was Sie jetzt beschreiben. Und da hat sich die Industrie völlig wegbewegt. Und das ist zum einen getrieben durch den wissenschaftlichen Fortschritt. Sie können gar nicht mehr anders. Also wenn Ihnen die Wissenschaft und die Medizin sagt, dass das nur für gewisse Patientengruppen wirkt, selbst wenn Sie es nicht offensiv verfolgen, wie wir jetzt zum Beispiel als Firma, dann müssen Sie es zumindest defensiv verfolgen, weil wenn eine Firma kommt, nehmen wir an, Sie haben Ihren Blockbuster und dann kommen alle Firmen und haben bessere Wirkungen für gezielte Patientengruppen, ja, dann ist es vorbei mit Blockbuster. Also Sie haben überhaupt keine Möglichkeit mehr. Das heißt, die wissenschaftlichen Fortschritte und Erkenntnisse, die haben einfach dazu geführt, dass die Industrie gar nicht anders kann, gezwungen ist, sehr stark zu personalisieren. Wir waren da sehr früh dabei und wir haben es zu einer aktiven, oder soll ich sagen, zu einer proaktiven Unternehmenspolitik erklärt, aber heute macht es jeder. Also die Idee, dass einer nur mehr Blockbuster macht, also wenn Sie so eine Aktie halten und das sagt der CEO, verkaufen. Also ganz schnell. Man muss auch sagen, dass es gute Beispiele gibt, eben wie die Orphan Diseases tatsächlich sehr viel Geld bringen, weil wenn Sie eine seltene Erkrankung haben, vor allem die nicht sehr tödlich ist, sondern langsam verläuft, und Sie, ja, das gibt es immer wieder zum Glück auch nicht, wir behandeln ja nicht alle Krebspatienten, bei einigen können wir gut zuschauen, bis der Bedarf da ist, aber wenn Sie dann rund um den Globus alle Leute haben, dann passiert häufig das, dass Sie sagen, das ist eine seltene Erkrankung, ein Patient pro Million Einwohner pro Jahr. Aber alle, die nichts haben, die sind auch noch da. Und wir haben das bei der Haarzellleukämie mal erlebt, wo wir fast kein Geld bekommen haben. Dann hat man uns gesagt, ja, ihr werdet 16 Patienten haben in der Schweiz und wir haben dieses Medikament selber, damals konnte man das noch akademisch entwickeln, und hatten dann etwa 500 Patienten in kurzer Zeit nicht. Das ist eine chronische Erkrankung, das Medikament ist heute immer noch auf dem Markt nicht. Aber nur zum Sagen, heute wird keine Firma, wenn sie ein gutes Medikament in einer seltenen Indikation hat, nicht entwickeln, weil die Chance, dass das dann links und rechts auch noch Opportunitäten bekommt, die ist sehr hoch. Absolut. Okay, dann werden wir langsam mit dem ersten Teil fertig. Sie haben gehört, es geht auch um Investments, gute Investments. Ich denke, Ihre Zeit war hier sehr gut investiert und ich möchte im Rahmen des Publikums und der Organisatoren den drei anwesenden Experten herzlich danken für ihre Bereitschaft und die sehr ansprechende Diskussion. Und falls der Volker Warnholt, nein, jetzt kein Schlussplädoyer hält, doch, kommt, würde ich gerne das Wort übergeben. Ich war noch etwas zu früh.